Da sehen wir es. Seit Samstagabend hat Aachen endlich einen neuen Karnevalsprinzen. Hier bekommt Martin der Erste im Eurogress gerade seine Insignien. Und man sieht's, es war voll bei der Prinzenproklamation, die Stimmung gut. Und das Motto was ganz Besonderes. Zusammen viere Öscher Vostelovend all inklusive. Behinderte und Nichtbehinderte sollen zusammen feiern. Das liegt dem Familienvater, da sehen wir ihn gleich noch mal, aus ganz persönlichen Gründen sehr am Herzen. Wir hatten die Chance, Martin Speicher an seinem Abend zu begleiten. 21 Uhr im Aachener Eurogress. Die Party ist in vollem Gange. Bald schon wird er dort unten im Mittelpunkt stehen. Doch noch beobachtet Martin Speicher alles und dreht eine kleine Runde durch den Saal. All inklusive, Behinderte und Nichtbehinderte sollen miteinander feiern. Das ist das Motto des designierten Prinzen. Inklusion ist bei uns in der Familie seit 16, 17 Jahren ein absolutes Hauptthema. Durch unsere Tochter und dann die zweite Tochter hat noch nachgelegt. Und deshalb sind wir seit 16, 17 Jahren in Aachen in der Inklusion unterwegs. Während die Gruppe Testbild auftritt, besucht Martin Speicher die zwei Gebärdendolmetscherinnen, die den ganzen Abend für den Livestream bei YouTube und im Saal im Einsatz sind. Das gibt es zum ersten Mal. Das ist die Männerkrippe, ein Leben auf der Kippe, oh je, oh je. Wir wollen niemanden ausgrenzen, wir wollen Barrieren einreißen. Und wenn wir so schön eine Barriere einreißen können, dann machen wir das gerne. Kurz nach 10, die Stimmung ist gut. Alle hier warten darauf, dass gleich der künftige Prinz proklamiert wird. Der wirkt eigentlich noch relativ ruhig und holt sich noch schnell ein Küsschen bei seiner Frau. Gerade im Saal, das war noch ganz entspannt, mit den Leuten ein bisschen reden und ein bisschen feiern. Da habe ich gerade den Fehler gemacht, bin einmal durchs Foyer gegangen und habe festgestellt, da stehen ja noch 600 Leute. Und inzwischen geht die Düse schon ziemlich, aber ich sag mal, wenn man bei sowas nicht aufgeregt ist, dann macht man was falsch, oder? 10 Minuten noch, dann sind der Hofstaat und der neue Prinz dran. Die größte Hürde, eine Showtreppe. Wenn ich die Treppe zweimal runter bin, unfallfrei, dann kann die Session kommen. Ansonsten ist die Session um 11 zu Ende, dann hat Aachen keinen Prinz. Und los geht's. Nicht nur die Treppe meistert der 44-Jährige mit Bravour. Ich finde sein Motto großartig. Ich mag dieses alles Umfassende, was er in seinem Motto verkörpert. Und das haben sie eben auf der Bühne rübergebracht. Toll. Sehr gut. Prinz ist gut. Ja, der macht viel Party, sehr unterhaltsam, macht sehr viel Spaß. Weil so schön war, nochmal. Auf Martin den Ersten, ein Eifergrenz, Joche! Martin der Erste! Joche! Ja, phänomenal. Also da oben, der Moment, wo du da vor der Wand rauskommst und unten sind 1400 Leute und die schreien einfach nur begeistert. Es trägt dich so, das ist unglaublich. Also den Moment, den wird man in seinem Leben nicht vergessen. Aachen hat einen neuen Prinzen, dem nun noch rund 300 Auftritte bevorstehen.